Echt schaurig, was? Das nächste Kapitel wird schaurig, wenn wir hier mit eurem Claire reinkommen. 24. Januar 2010. Die Testläufe für das Typhobos-Virus sind fast abgeschlossen. Wir haben die Mortalität des T-Virus verringert. Gleichzeitig haben wir die Bedingungen dafür geschaffen, dass das Virus ausbricht. Wenn die Testperson hohem emotionalen Stress ausgesetzt wird, außerdem haben wir die Virenresistenzrate unter 2% gesenkt. Alles verläuft nach Plan. Wir haben jedoch nur noch ein wenig Zeit. Wir sind der Perfektion nahe, aber wir haben keinerlei Spielraum für Fehler. Ah, vielleicht war das kleine Mädchen hier 1 und 2%. Du trauriger alter Mann, du wolltest eine neue Welt erschaffen und über diese Welt als Gott herrschen. Aber trotz all deiner Ambitionen konntest du die schrecklichsten Gegner der Menschen nicht besiegen, Alter und Krankheit. Du hattest alles, aber dein schwächlicher Körper hat dich verraten. Und dann hat dein eigener Sohn deinen letzten erbärmlichen Hauch von Leben ausgelöscht, wodurch du nichts weiter als ein Fußnot der Geschichte wurdest. Du hast versagt, alter Mann. Aber keine Angst, dein Traum lebt fort. Du bist gescheitert und so werde ich die von dir hinterlassene Macht, das unterschätzbare Wissen sowie die Testpersonen dazu nutzen, deiner Stimme erfolgreich zu sein. Ich werde deine neue Welt erschaffen und über sie als Gott herrschen. Vermächtnis wird lang vergessen sein, aber meines hat gerade erst begonnen. Möge deine Seele, solltest du je eine besessen haben, für ewig in Qualen sieden und lasse die Hürde mit dem nicht endenden Knirschen deiner Zähne wieder rein. Brutal. Was zum Fick ist das hier? Die ganzen Puppen, oh Gott. Ja, die Puppen lassen mich noch ein bisschen Puppen hinweisen. Ich habe eine Vermutung, die sich gerade verschärft. Wesker. Sie ist so gruselig. Ich kann sie nicht leiden. Wer? Die Frau hier neben Wesker? Das ist Wesker. Alex Wesker. Zwei Weskers? Willst du mich verarschen? Vielleicht gibt's ja noch eine dritte Wesker. Endlich bist du gekommen. Ich wusste, dass du kommst. Ach du. Das ist aber nicht hier auf dem Foto. Nächstes Mal bei Revelations 2. Moment, das ist Moiras. Nein, keine Spur von ihr.
Oh, natürlich musste die Fabrik eine abgefuckte Fabrik sein. Sie war verantwortlich für das Experiment vor 6 Monaten. Nein, da stehen alle unsere Namen drauf. Was haben wir falsch gemacht? Wo ist Moira? Wir sind in Revelations 2. Next Episode Judgment. Das Urteil. Episode 2 Contemplation End. Zu Tode erschrocken. Spiel Episode 2 durch. Okay, ja, Zeit A. Versuch 1. A. Trefferneuigkeit B. Hm, haben wir ein bisschen daneben geschossen. Ob 6 Gegner erfolgreich einen Schleichangriff durchgeführt? Oh, einen Schleichangriff geübt. 3 Trinkkisten geöffnet. Mit der Teil 6 versteckte Objekte gefunden. Nächstes ein paar Sachen. Für Goldmedaillen hat es noch nicht gereicht, aber naja. Oh ja, Fähigkeiteneinstellung können wir jetzt noch machen. 2000 haben wir. Oh ja, Schnellheilung ist auf jeden Fall. Na, rein damit. Für den Rest reicht es nicht mehr. Aber schnell heilen, das wird sowas von verdammt wichtig sein. Und ich nehme auch hier für Ausweichen, können wir hier noch machen. Wenn ich ausweichen. Einfach nicht nutze. Jetzt können wir sehr schnell heilen. Das können wir am nächsten Mal noch frisch halten, dass wir hier noch maximal 4 heilen. Dann können wir hier weitermachen. Zuletzt bei Resident Evil. Revelations 2. This year by Revelations 2. Heiliger Wimper! Ist mein Leben geil! Sie hat eine Nadel in mich gesteckt? Oh, ich aktiviere das Virus! Claire, kommt drauf aufs Dach! Guck, wir sind die Schwestern. Oh, mein lieber kleiner Gregor. Nicht schuld. Ja, das Mädchen ist weg. Moira wollte zu diesem Turm gehen, als ich bei ihr war. Barry, es ist direkt da vorne! Ich habe auf dich gewartet. Stopp! Na, ja, das nenne ich mal ordentliches Einparken. Ich und Moira wurden hier getrennt. Der nette Mann hat mich geholt. 2 Whiskers. Resident Evil Revelations 2. Episode 3, Judgment. Ein Franz Kafka-Zitat. Shiva, auf geht's. Bereit und los bist du. Nein, keine Spur von ihr. Was ist
wohl passiert? Moira, schau. Hier ist eine Nachricht. Da steht, geh zur Fabrik. Und auf einer Skala von Schwachsinn zu glaubhaft? Sie ist von Neil. Sie ist echt. Und sie hat das neue Kostüm. Ich meine, das sieht glaubhaft aus. Von Schwachsinn tun zu glaubhaft, sieht glaubhaft aus. Wie konnten wir das Mädchen verlieren? Ich habe sie nicht mal nach ihrem Namen gefragt. Nachdem, was sie durchgemacht Vielleicht hat sie sich versteckt. Wir können auf dem Weg nach ihr suchen. Also wir gehen jetzt nicht rein in den Turm. Und gehen woanders lang. Bis wir mit Barry und Natalia dort reingegangen sind. Erstmal kurz mit der Störung klarkommen. Also, Claire, warum würde der Boss hierher kommen? Weiß nicht. Neil hat seinen eigenen Kopf. Warum? Aha, eingesperrt sind sie jetzt. Wozu will uns die böse Lady hier bei Aufsehern? In der Fabrik haben. Willkommen im Kierling, wo alles sein Ende findet. Die schon wieder. Als hätte sie überall Augen. Fabrika. Irgendetwas stimmt hier nicht. Sei vorsichtig. Sicher, dass Fabrik auch in Russisch Fabrika ist. Fabrika. Was das Projekt ist. Retina-Scans. Lass mich raten, die kleinen Natalia, die hatten. Ich glaube, die passt da rein. Wenn die hier mit haben, dann. Ich schaff den Retina-Scan. Das gehört Neil. Sehr schön. Wo ist Neil? Wenn ihr ihn wiedersehen wollt, müsst ihr dem Schafott der Götter trotzen. Aha. Wir müssen uns beeilen. Neil braucht mich. Er braucht dich. Dann müssen wir jetzt rein in die Fabrik. Suchen wir drin. Seit Resident Evil Village gehe ich ungern in Fabriken. In Videospielen. In echt auch irgendwie, aber vor allem in Horrorspielen. Nichts zu verbessern. Okay, hier gibt's nichts. Alle Waffen einmal nachladen. Eine Flasche. Natürlich kommen wir da nicht lang. Okay, Moira hat eine explosive Flasche.
Müssen wir nehmen. Oh oh. Mit der ganzen Munition ein bisschen vorsichtiger umgehen. Aha, jetzt Fleisch. Stimmt ein bisschen mit Kalia. Also ja, falls ich es noch nicht gesagt habe, ich habe mal die... Vielleicht habe ich es auch mit reingeschnitten. Ich habe die Kostüme und Charaktere ein bisschen angepasst. Sprich von Neuland von Bekleidung. Spricht immer auf Russisch. Kann ich nur zu sagen, bin hier für Raffno. Mir ist's egal. Das ist der Satz, den ich mir eingeprägt habe. Ein Retina-Scanner in einer Fabrik? Und ja, die Panimagung, ich verstehe nichts. Das Ding lässt uns nicht durch. Das bedeutet, wir brauchen den Augapfel von jemandem. Hurra! Oder die ganze Person. Beziehungsweise die ganze Person. Natürlich musste die Fabrik eine abgefuckte Fabrik sein. Claire, schau die Decke! Na, fantastisch. Wenn wir einen Fehler machen, sterben wir. Ein Rätsel. Liebes. Sieh mal da. Er hat einen Schlüssel im Schnabel. Wir müssen ihn losbekommen. Na, das war klar. Wir müssen was anderes finden, was wir dem ins Auge, was wir dem in den Mund stecken können. Und das Tor schließt sich sofort. Tja. Das wollte ich nicht, sorry. Nicht schon wieder. Du sollst deinen Tod einfach akzeptieren, friedlich wie ein Erwachsener. Jetzt sollten wir mal einfach abwarten und vielleicht öffnet sich dann die Luke und wir fallen durch oder. Den müssen wir neu laden im schlimmsten Fall. Ich versuch's einfach mal. Da kommen wir nicht durch. Ich meine, kann der durch die Statuen gehen? Statuen müssten ja. Oh, ein Schlüssel. Ah, natürlich bin ich voll. Schmerzhaft. Okay, wenn tot, aber die. Wait a second. Das heißt, was wir machen können. Die Spitzen zerstören die Statue. Die große Statue. Fällt der Schlüssel runter. Das heißt, wenn wir das hier nehmen. Und abwarten. Ich bin jetzt voll, das ist ein bisschen scheiße. Vielleicht kann ich ein bisschen was übergeben. Kann ich sofort wieder das Auge einsetzen.
mal das Auge wieder einsetzen, dann geht das wieder hoch. Spitzen gehen wieder hoch. Ich habe einen Schlüssel. Aber jetzt haben wir noch kein Auge. Wir haben einen Schlüssel. Wo, wie wir das Auge kriegen, finden wir auch noch raus. Zumindest erstmal einen Schlüssel. Wahrscheinlich brauchen wir irgendwo einen. Ach du! Oh oh, von beiden Seiten. Nicht so gut. Bleib liegen. Ich hab kaum mehr Munition. Jetzt habe ich wieder Munition. Ach du Heilige. Ist ja ekelhaft. Desinfektionsmittel. Also bin ich gebrochen. Ist doch einer auf Klo. Bleibst du liegen? Nein, tut er nicht. Sieht doch noch Munition hier. Jetzt habe ich jetzt gerade Munition weggeworfen, nicht blöd, Mann. Hopp, hopp. Dem Lack. Gut. Ich habe den Schlüssel mal an sie gegeben. Und wofür werden wir die Schlüssel doch gebrauchen? Da unten vielleicht. Genau hierfür. Wetten, da ist ein künstliches Auge drin. Ein Glasauge. Das wird nicht ganz. Okay. Wie kommen wir daran, ohne zu sterben? Haben wir noch ein paar Rauchflaschen?
Eigentlich müssten die ja funktionieren. Kühlerflaschen. Brandflasche. Die Rauchflaschen aber nicht. Oder können die Rauchflaschen das? Ob die noch explodiert? Tja. Ob das so zu klären machen? Ich dachte, wir müssen auf den blauen Spuren folgen. Das wäre die Lösung gewesen. Doch ziemlich eindeutig ein Rätsel. Oh, ich glaube, wir sollten lieber nicht weitergehen. Ja, keine plötzlichen Bewegungen. Schritt zurück und nochmal scharf nachdenken. Einfach den Schritten folgen hier. Ich hoffe, sie bleibt da. Folgt mir nicht blöderweise. Komme ich einen Millimeter vom Weg ab und dann bin ich am Arsch. Da geht's weiter. Spur verloren. Da muss ich lang. Na komm. Da drüben. Zum Weg. Da sehe ich lang. Was zum Weg? Das wird ein schlimmes Rätsel. Ah, okay, so. Das ist dann die Fehler. Da müssen wir dann. Oh, ich glaube, wir sollten lieber nicht weitergehen. Ja, keine plötzlichen Bewegungen. Schritt zurück und nochmal scharf nachdenken.
Okay, da dann gehört das schon der Schutz zu weit. Und da lang und dann dort lang. Und jetzt hier lang. Bin da. Glasauge. Könnte nützlich sein.